bis jetzt noch darf. Ja. Ja, wir können nämlich mit der Kamera nicht so sehr schwenken, weil das nachher so pitzelt. Gut, jetzt haben wir gesagt, wir haben jetzt bis 1400 war das im Besitz der Ecklofsteiner. Und danach, und in diesem Zustand, also die letzte Fassung in der Ecklofsteiner Phase, war, ich fasse nochmal zusammen, der Turm war eingebaut, den hat man schon nicht mehr gesehen. Ob er darüber hinausgeragt hat und als Bergfried benutzt worden ist, können wir nicht mehr ermitteln, das kann auch sein. Aber wir haben jetzt aus dieser Zeit den Baukörper. Letzte Geschoss denken wir uns weg. Hier vorne denken wir uns eine große Schildmauer hin. Hier ist bereits angebaut und an jeder Ecke ein Turm. So, und dann kamen die ersten Zerstörungen. Dann kam der Landgraf Achilles von Ansbach und brennte ab Eschenau und Gräfenberg und Ermeuth, heißt es in der Literatur. Also hat es hier schwere Zerstörungen gegeben und dann noch einmal 1525 im Bauernkrieg muss es hier schwere Zerstörungen gegeben haben. Ich muss aber gleich dazu sagen, auch solche historischen Quellen nicht wie Bibelzitate nehmen. Wenn es heißt, er brennte ab, unter anderem auch Ermeuth, also wurde gebrandschatzt, dann können wir schon wieder dazu sagen, so richtig von oben bis unten, lichterloh, kann es nicht gebrannt haben. Weil wir hier unten im Erdgeschoss haben wir, ein bisschen versteckt, aber man kann ihn sehen, finden wir noch einen langen eichenen Balken, einen Unterzug, und der ist mit einem gotischen Profil versehen, also aus einer älteren Zeit. Und später hat man dann Gewölbe unten eingebaut und hat das also ein bisschen mit eingemauert. Also wir wissen, wenn es runtergebrannt wäre, 1448, 49 sowas, und etwas später dann im Bauernkrieg, entweder da oder da, dann wäre das alles weg gewesen. Dann wäre alles, was im Holz ist, verbrannt gewesen. So, also jetzt haben wir den Baukörper, die Schildmauer, der Turm ist noch nicht, dieser Treppenturm ist noch nicht dran, der ist später. Aber wir haben hier irgendwo einen Eingang, wir haben auch hier an der Seite unten, das ist ja natürlich wieder zugeputzt, haben wir auch Torbogenreste gefunden von einem älteren Eingang. Und hier haben wir zwei Türme dran. So, obere Geschoss nicht, bis 1400. Dann ist das zerstört worden und dann nach 1400 ist das Objekt verkauft worden an die Patrizierfamilie Muffel. Das ist eine Nürnberger Patrizierfamilie. Und die haben dann das Objekt wieder aufgebaut. Es geht aus der Literatur und aus den Urkunden nicht ganz klar hervor, wie der Verkauf stattgefunden hat, weil sie haben wohl erst nur einen Teil von Ermeuth gekauft und irgendwann später ist es dann ganz in ihren Besitz übergegangen. Da wissen wir nicht, was das bedeutet. Das kann auch bedeuten, dass sie nur Ländereien gekauft haben und später erst den ganzen Besitz. Aber wir wissen, dann war die Familie Muffel hier als Herrschaft in Ermeuth zugange. So. Und die haben dann die Zerstörungen beseitigt und haben das zerstörte Schloss wieder aufgebaut und natürlich da auch gleich einige Veränderungen vorgenommen. In der Literatur heißt es, das obere Stockwerk sei von dem letzten Geschlecht, also es läuft so, der Ecklofsteiner bis 1400, dann kommen die Muffel und nach den Muffel kommt ganz kurz... Nein, erst Stieber. Ja, dann kommen Stieber, die Stieber von Buttenheim, die auch eine größere Rolle gespielt haben und viel hier gebaut haben. Danach spielt eine ganz kurze Gastrolle der von Wildenstein. Das waren aber nur ein paar Jahre, ich glaube 7 Jahre oder sowas. Dann ist der gestorben und dann seltsamerweise wurde das Objekt einem Herrn von Ansbach zum Lehen aufgetragen. Was das bedeutet, kann ich nicht sagen. Aber das war auch nur kurze Zeit. Und dann ist es wieder verkauft worden und wohl dann an die Stiebers. Na, Künsberg. An die Künsberger. Das waren die letzten dann. Es ist schwierig, die ganzen Zahlen alle im Kopf zu haben. Mein Hauptthema ist ja noch nicht mal die Geschichte, das ist nur der Vorspann.
mein Hauptthema ist ja das Bauhistorische dann, da komme ich noch dazu. So, aber es kann nicht sein, dass die Künsberger das obere Geschoss aufgebaut haben. Denn wir wissen, in der Literatur heißt es, dieser Treppenturm, das ist eine reine Renaissance-Ausführung, die sei also 1600 erfolgt und in einer Bauzeit von 6 Jahren. Da müssen wir schon wieder sagen, so genau kann es nicht sein, denn wir finden hier an der Seite eingraviert, eingeritzt in den Stein, eine Hinterlassenschaft von einem Raoul von Stauffenberg 1559. Also kann man nicht... 1599, ich habe hier meine Soufflöse dabei, Gott sei Dank. 1599, dort steht es, nachprüfen, nicht? Stauffenberg 1599, heißt also vor 1600, 1599, muss der Turm wenigstens bis dahin schon gestanden haben. So, dann muss ich noch was sagen, die Fensterachse hat sich hier mehrfach geändert, immer im Geschmack der Zeit. Wie gesagt, was wir hier sehen, das ist eine barocke Fassadengestaltung. In der Barockzeit wollte man repräsentieren, da hat man Wert darauf gelegt, dass man, soweit es ging, die Fensterordnung, die Fensterachse irgendwie symmetrisch gebaut hat. In der Frühzeit wollte man nur sicher sein, da war man mit Schießscharten zufrieden und mit kleinen Fenstern. In diesem Bau war die erste Ausführung der Fenster anders. Unten waren wahrscheinlich überhaupt nur Schießscharten, wenn überhaupt. Und im ersten Stock oben, auch das haben wir gefunden nach der Putzabnahme, waren Fenster, wie wir sie in Kuhnreuth finden und auch auf der Burg Tann, mit einem Segmentbogen und nicht allzu hoch und auch verschoben. Die haben die dann einfach abgespitzt und haben die Fenster woanders eingesetzt. Und bei der Gelegenheit muss ich auch gleich mal sagen, woher so viele Schäden kommen. Um die Fensteranordnung so zu machen und vor allen Dingen, weil sie das Interesse hatten, die wollten dann innen im Raum möglichst nah an das Fenster herantreten. Das heißt, vorne unter dem Fenster sollte die Wand nur so dünn sein. In der alten Zeit, wo es eine Burg war, da war alles so dick und oben das Fenster drin, das war stabil. Dann haben die praktisch das ganze Ding schlitzen müssen, die ganze dicke Mauer, und haben dann dünn vermauert. Dann kommt die Fenstereinfassung rein, dann kommt wieder ein Stück dünne Mauer, dann kommt die nächste und so weiter. Und das ist natürlich ein statisches Verbrechen. Das kann natürlich auf die Dauer nicht halten. Dann kommt noch dazu, man hat ja die Materialien nicht gehabt, man hat dann solche Stürze aufgelegt und der Sandstein muss immer so verlegt werden, wie er aus dem Bruch kommt, wie die Lage ist, nicht? Ein Sedimentgestein. Wenn man den anders einbaut, dann schiefert er ab und dann zersetzt er sich. Aber so lange Teile konnten sie eben nun einmal nur gut der Länge nach rausschneiden. Deswegen hat man so solche Sandsteinschürze eingebaut und gesagt, die nächsten 100 Jahre wird das schon halten. Hat es ja auch gehalten, aber wir hatten dann die Molesten damit. Ich muss noch was dazu sagen. Wir haben hier oben, ich will jetzt nicht weiter hingehen, hier oben, wenn Sie genau hinschauen, rechts neben dem zweiten Fenster, sehen Sie ungefähr 2 Quadratmeter Putz. Der ist so ein bisschen gekörnt. Nicht? Das ist eine Putzinsel. Die haben wir erhalten, die war noch stabil. Das ist eine mindestens 400 Jahre alte Putzinsel aus reinem Kalkputz. Die haben wir zur Dokumentation erhalten und rundherum wieder eingeputzt. Der Rest war verfault, den muss man wegmachen. Also hochinteressant, weil dieser reine Kalkputz ohne 1 Gramm Zement, der härtet mit der Zeit in der Luft und verkieselt und erreicht eine ungeheure Härte, dass man mit einem Hammer kaum wegschlagen kann. Heute meint man, man muss viel Zement reinmachen und damit zerstört man das Bauwerk. So, jetzt haben dann die Stiebers den Turm gebaut. Die Stiebers. Und den haben sie im Renaissance-Stil gebaut. Das sehen wir an den Fensterprofilierungen. Und eine solche Fensterprofilierung haben wir auch fragmentarisch noch gefunden auf der Seite. Das heißt also, in der Zeit, wo der Turm gebaut worden ist, war erst einmal die Segmentbogenfensteranordnung schon passé. Und dann hat man Fenster auch wieder an einer anderen Stelle in einer solchen
natürlich nicht rhombisch, sondern rechteckig eingebaut, aber mit einer solchen Profilierung. Und die Fassung, die wir jetzt sehen, die ist später, das ist Barock. Also man sieht, man hat hier eine ganze Menge dran rumgemurkst, könnte man sagen, alte Bausünden und natürlich auch auf Kosten der Stabilität. So, jetzt würde ich sagen, eigentlich müsste man auf die Seite gehen und müsste mal die Westfassade anschauen. Aber ja, das macht er jetzt mal ohne mich, da muss ich die Kamera nicht mitnehmen. Das kann man jetzt dann auch nochmal erklären. Oder wenn man guckt vielleicht erst einmal auf die Pläne und schaut sich nochmal die Schadenskartierung an, dass man dann nachvollziehen kann, was ich hier gesagt habe, zu dieser Altane, zu diesem Festungsbau und zu dem, was wir in der Mauer gefunden haben. Jetzt sehen wir es nicht mehr, aber auf den Plänen, auf den Schadenskartierungen sehen wir das. Da wäre ich eigentlich mit meinem Vortrag soweit zu Ende. Noch was muss ich jetzt sagen, ja, zu den Besitzverhältnissen, da muss ich nochmal drauf zurückkommen. Es endet ja letzten Endes bei den Künsbergern, aber damit endet ja nur die Adelsherrschaft. Danach ging dieses Objekt in bürgerliche Hände über. Und das hat dann im 19. Jahrhundert ein gewisser Chef aus Erlangen, ein Hammerwerksbesitzer, gekauft. Ist aber auch nicht glücklich geworden damit. Er hat sich dann in Nürnberg verschluckt, musste dann alles wieder verkaufen. Und dann hat das nach und nach mehrere Besitzer gehabt. Der letzte Adlige, der Künsberger, dem ist scheinbar der Verkauf sehr schwer gefallen. Das wird ein Notverkauf gewesen sein. Da erzählt man sich, dass er weinend am Lindelberg auf und ab gegangen ist und konnte den Verlust nicht verschmerzen, dass nun sein Schloss weg war. So, und dann war das in bürgerliche Hände und zum Schluss war das wieder in zwei Hälften geteilt. Hier gehörte das einer Familie Polster bis zum Schluss und die einer gewissen Frau Anna Heck. Und wir haben das dann erworben, das heißt, meine Frau hat es gekauft 1978 als Abbruchobjekt. Die darin untergebrachte Altersheim vom Roten Kreuz musste ausziehen, weil es baufällig war und weil es den sanitären Notwendigkeiten nicht mehr entsprochen hat. Und alle haben gesagt, um Gottes Willen, das kann der nie schaffen. Und trotzdem haben wir das angefangen. Und dann war es ja so, 1978 gab es ja noch die Wehrsportgruppe wieder. Heute wird die Zeitung dazu schreiben, die berüchtigte Wehrsportgruppe. Nur, Sie können das nehmen, wie Sie wollen. Hier, wo man uns kannte, hier waren wir beliebt. Die Wehrsportgruppe, was hat sie gemacht hier? Die gefährliche Wehrsportgruppe hat 1978 bis zum Verbot 1980 hier Instandsetzungsarbeiten gemacht. Das ganze Dach war oben eingesunken, die Balkenausbesserung, neu eindecken mit Ziegeln, das hat die Wehrsportgruppe gemacht und die Aufräumungsarbeiten. Die Wehrsportgruppe hat sich hier ein Denkmal gesetzt. Das ist eine geschichtliche Tatsache, die kann man im Moment in Abrede stellen, aber es ist eine Tatsache. Und wenn jemand Interesse hat, kann er auch meine Lebenserinnerungen kaufen. Das Buch liegt hier drin, Band 2. In Band 2 ist genau diese Phase ganz genau beschrieben und auch bebildert. Dann weiß man genau, was hier los war. So, nun muss ich noch Folgendes dazu sagen. Die Situation heute. Ich stehe kurz vor meinem 80. Lebensjahr. Ich habe keine eigenen Nachkommen, und das habe ich heute schon mal gesagt. Und wenn man die eigenen Nachkommen hat, weiß man nicht, was man damit für Ärger hat. Und zum Schluss braucht dann der Nachwuchs, der braucht dann dringend einen Porsche oder seine Freundin, da wird alles verkauft. Also muss man rechtzeitig dafür sorgen, dass man einen würdigen Nachfolger hat, der das zu schätzen weiß. Und zu schätzen weiß er es dann erst richtig, wenn er mal 10 Jahre lang hier reingepuckelt hat und hier seine Hände Arbeit investiert hat. Dann gibt sich das nicht mehr so leicht weg. Und das ist mir eine gewisse Genugtuung. Der Nachfolger ist gefunden. Warum? Eine solche Sache instand zu setzen, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man verschuldet sich, das ist aber auch gar nicht so leicht, weil verschulden kann man sich nur mit einem Objekt, das einen Ertrag hat. Wer ein solches Objekt kauft, das keinen Ertrag hat, kriegt von der Bank kein Geld. Banktechnisch ist das tot. Da muss er erstmal was draus machen und dann muss er einen Ertrag nachweisen und dann kann er Schulden machen. Besser ist, wenn er keine Schulden macht. Und keine Schulden machen und trotzdem herrichten, das geht eben nur,
Wenn man das als ein Generationenprojekt betrachtet, da braucht man den richtigen Mann dazu. Der muss, darf nicht der Allerärmste sein, das ist klar, aber vor allen Dingen muss er Sachverstand haben, er muss die handwerklichen Fähigkeiten haben, gewisse Stehvermögen haben und er muss wissen, dass er da sehr lange dran arbeiten muss, aber dann hat er eben ein Millionenobjekt und hat keine Schulden drauf. Und dann sage ich noch was dazu und danach sieht es aus, wenn ihr euch hier dieses Nebengebäude anschaut, das war ein Abbruchobjekt. Das war für jeden, der es angeschaut hat, jeder Fachmann hat gesagt, das ist unrettbar verloren, weil das Fundament schlecht war. Auf dem Fundament konnte man nichts mehr aufbauen. Und das ist hier hergerichtet worden im Raum von 3 Monaten mit nur 2 guten Arbeitskräften und entsprechender Anleitung. Wir haben es geschafft, das obere Geschoss zu erhalten, nicht abzubrechen und drunter alles wegzureißen. Da muss erstmal einer nachmachen, ein Fundament einzubringen. Und wir haben nicht einen einzigen neuen Stein gebraucht, jeden alten Backstein wieder hineingebaut. Wir haben keinen Raubbau am Holz betrieben, wir haben keinen Dachspann absägen müssen und haben das doch, wie ich meine, ganz gut wieder instand gesetzt. Das hält die nächsten 500 Jahre. Und da muss eben einer Interesse haben, er muss den Biss haben und das ist der Fall. Und deswegen kann ich mich mal beruhigt hinlegen in der Gewissheit, dass das hier irgendwann mal so fertiggestellt wird, wie ich mir das vor Jahren erträumt habe. So, und da bin ich jetzt erstmal fertig mit meinem Vortrag. Und dann schauen wir uns das mal außenrum an und dann könnt ihr es euch immer innen nochmal angucken. Ich sage aber gleich dazu, hast du noch was drauf? Ja, ich sage gleich dazu. Jeder Fremde, der hier reinkommt, guckt ein bisschen rum. Und die erste Frage, die er aufwirft, ist, ach, und das war wohl alles noch hier drin. Da fasst mich der Grimm. Hier drin war nichts. Hier war ein Altersheim des Roten Kreuzes auf unterster sozialer Ebene. Also wirklich ganz schlimm, gerade so, wie es halt noch da gestanden ist, benutzt worden, bis es eben einfach gesperrt wurde und nicht mehr ging. Hier war alles verdorben, hier war nichts von Belang, nichts Historisches, kein Möbelstück, nicht eine einzige Wand, die man so hätte gebrauchen können. Und da komme ich ja gleich wieder auf noch einfach ein anderes Thema. Und die Decken, die hier drin waren, die hat die Polizei zerstört. Nicht? Die Polizei hat hier drin gehaust, sie haben gehaust wie die Vandalen. Die haben die Toreinfassung zerbrochen, aufgebrochen, das war nicht gebraucht. Die haben innen drin die Fußböden bis oben auf alles rausgerissen. Sie konnten von unten bis zum Dach hinaufschauen, war nichts mehr drin. Im Erdgeschoss waren Marmorplatten schon, die haben sie zerschrotet, wir hatten nur noch Schotter drin. Warum? Weil irgend so ein Hirnheiner behauptet hat, da muss man jetzt Waffen finden. Gefunden haben sie gar nichts, nicht? Beim Vereinsverbot, wie sie hier ausgeräumt haben, ausgehoben und haben wir gestürmt, die Presse überschlägt sich da heute noch in ihren Klammern, haben sie gestürmt, war überhaupt niemand anwesend an dem Tag. Und hier aus dem Gebäude hat man ein Schlauchboot herausgeholt und einen DKW-Jeep. Der Staat hat sich von Schlauchbooten bedroht gefühlt, das muss man sich mal vorstellen. Und nachdem sie hier überhaupt nichts Militärisches gefunden haben, haben sie ein Bild von den Schillschen Offizieren, eine Lithografie aus der Napoleonzeit. Ja, waren halt Soldaten in der farbigen Uniform der Befreiungskriege, eine Lithografie. Das haben sie dann hier hergestellt und fotografiert. Und weil sie nichts von Belang gefunden haben, haben sie die Arbeitskleidung von den Jungs in Säcke gestopft und haben hier die Säcke aufgebaut. Schauen Sie in Ihr Archiv nach, dann werden Sie das finden. Das sieht toll aus, da meint man wunderbar, was man da gefunden hat. Die haben Porzellan mitgenommen, Kaffeelöffel mitgenommen, weil sie gesagt haben, da hat die Wehrsportgruppe, die nichts weiter gemacht haben wie gearbeitet, da haben die ihren Kaffee gelöffelt in den Arbeitspausen. Alles, was die Wehrsportgruppe benutzt hat, ist Vereinseigentum, das müssen wir einziehen. Das muss man sich mal vorstellen, das ist so irre und so verrückt, nur, das sage ich Ihnen gleich, die Wahrheit hat einen großen Nachteil. Die Wahrheit ist sehr unglaubhaft. Die Lüge wird viel lieber gehört.
die Lüge, die Verleumdung, die Hetze, der Verdacht, das hört man gerne. Ist doch schön, wenn ein anderer schlecht ist. Da kann man sich ein bisschen drauf abstützen. So, kommen immer neue Leute. Sie haben natürlich das Wesentliche versäumt. Tut mir leid. Also das war jetzt der Nachtrag. Und Sie sehen, hier oben haben wir unter das Wappen haben wir eine Inschrift eingemeißelt, von bayerischen Polizeikräften zerstört, von Hoffmanns wieder aufgebaut. Der damalige Denkmalschützer Dr. Beetz fand das vollkommen in Ordnung. Der hat gesagt, das haben Sie richtig gemacht, das ist ja eine Tatsache. Und das auch noch dazu zu sagen, das Wappen, das haben wir hier entworfen. Der Entwurf von mir liegt hier drin als Bleistiftzeichnung. Dann haben wir hier einen Steinmetzen gehabt, der hat das hier gefertigt. Und da sieht man die Geschlechterfolge nochmal, wie ich sie vorhin geschildert habe. Da ist oben links das Wappen von den Eckloffsteinern und dann stehen unter drunter, wer das alles ist. Muffel, Stein, Stieber etc. Nicht? So, das bin ich jetzt am Ende meines Vortrags angelangt. Wer noch Fragen hat, kann sie stellen. Und jetzt schauen wir mal ein bisschen durch und dann dürfen wir uns das innen anschauen. Und wie gesagt, alles, was Sie hier drin sehen, ist von uns hineingebaut worden. Alles, was Holz ist, Decken, Möbel, alles, was Holz ist, alles ist hier, habe ich eine Schreinerei eingerichtet, ist hier in dieser hauseigenen Schreinerei gemacht worden. Alles, Fenster, Türen, Möbel, Tische, Stühle, Decken. Es soll mich keiner fragen, ob hier irgendetwas drin war. Ich habe nur ein Interesse dran und mein Hoffen ist, dass alles, was drin ist, auch noch die nächsten 100 Jahre drin bleibt. So, danke fürs Zuhören und dann machen wir mal drin eine Führung in den Räumen. Ich kann nur einige herzeigen, weil die letzte Etage ist noch hoch. Die gucken wir uns dann nächstes Jahr zum Tag der offenen Tür an. Nicht? Und wir können Ihnen nur die Räume zeigen, die schon fertiggestellt sind. Ja? Okay.